Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur JavaScript-Programmierung. Heute geht es um die If-Abfrage bzw. If-Statements, wenn ihr es auf Englisch haben wollt. Und ja, die sind im Prinzip schon fast hier drin. Ihr könnt es nachher mal einfach durchgehen. Hier haben wir eigentlich schon ein If und ein Else dabei, aber das werden wir uns alles jetzt mal angucken, was da so passiert. Okay, fangen wir also an. Wir sagen If. If, und da kriege ich schon alles vorgeschlagen, was ich brauche. Wenn irgendwas so ist, dann muss ich, dann mache ich irgendwas. Und das kann jetzt nicht nur irgendeine Variablenzuweisung sein, sondern das können auch mehrere Statements sein. Also irgendwelche Sachen, die ausgeführt werden, wie zum Beispiel dieser Alert. Also if, irgendein boolsches Statement hier, das heißt, hier packe ich einen bool rein. Ich kann aber auch den Vergleich direkt reinpacken. Also 42 größer 1337. Beziehungsweise ich will ja, dass es wahr wird aktuell gerade mal. Deswegen mache ich ihn kleiner. Also steht hier im Prinzip, falls 42 kleiner als 1337 ist, also 1337, falls das so ist, was es ja offensichtlich ist, dann gebt einen Alert aus und zwar, juhu. So, und ja, wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich hier diesen Alert, juhu. Aber falls das nicht so ist, also zum Beispiel 42 ist größer als 1337, das ist ja offensichtlich falsch. Das heißt, hier passiert einfach gar nichts. Ich bekomme keinen Alert. Das heißt, alles, was hier drin ausgeführt werden würde, wird nicht ausgeführt, wenn das hier false ergibt. Okay? So, jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen erweitern. Und zwar um ein else. Wenn ich jetzt hier ein else reinpacke, kriege ich auch schon wieder alles vorgeschlagen. Das ist quasi der Block, der ausgeführt wird, falls hier falsch bei rauskommt. Das heißt, wenn hier true bei rauskommt, führe ich das bis hier aus, also sprich alles, was hier drin steht. Und wenn ich hier fertig bin, es können übrigens auch mehrere Sachen sein, also hier kann nochmal ein Alert kommen oder sonst irgendwas, bla bla bla. Falls das hier jetzt falsch ist, was es ja jetzt offensichtlich gerade ist, dann wird das hier ausgeführt. Ich kopiere mir das jetzt mal und mache hier eine andere Ausgabe, wie zum Beispiel, oh no. Okay, so, also wenn das hier true ist, geben wir juhu aus als Alert und wenn das hier false ist, geben wir oh no aus. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Jetzt kommt oh no und wenn wir das Zeichen hier umdrehen, so dass es true ergibt, dann kommt ein juhu. Wunderbar. So, jetzt kann es natürlich mal passieren und ja, wir können es immer noch weiter erweitern, dieses Teilchen. Ja, jetzt kann es mal passieren, dass wir zum Beispiel nicht nur eine Sache überprüfen wollen, sondern mehrere Sachen. Wir können die ganzen Dinge auch schachteln. Das heißt, wir können hier nochmal ein if reinpacken. Und falls das hier erfüllt ist, dann prüfen wir, ob das hier erfüllt wird. Und falls das auch noch erfüllt wird, dann führen wir das, was hier drin steht, aus. Und ansonsten eben nicht. Das geht. Aber es kann auch mal passieren, dass ich hier in einer if-Abfrage mehrere Sachen überprüfen möchte. Also ist 42 kleiner als 1337. Ja, ist es, aber falls das falsch ist, wie jetzt gerade zum Beispiel, dann gehe ich ja hier weiter. Das heißt, das hier bin ich jetzt fertig. Jetzt würde ich theoretisch meinen else-Block ausführen. Aber in diesem else-Block, beziehungsweise vor diesem else-Block, kann natürlich auch noch was anderes kommen. Wie zum Beispiel, ein else-if. Und dann prüfe ich hier in diesem else-if eine zweite Bedingung, also zum Beispiel ist 42 gleich 42. Dann sage ich wieder window.alert. Dem ist so. So, und jetzt mache ich einfach Folgendes. Also ihr könnt hier so viele else-ifs haben, wie ihr wollt. Ne? Also ihr könnt erstmal ein if haben. Und ihr könnt, das if muss sein, aber das else muss auch nicht sein. Das könnt ihr auch weglassen. Und ansonsten könnt ihr hier drin so viele else-ifs haben, wie ihr wollt. Und es wird einfach von oben nach unten durchgeprüft. Und das erste, das wahr wird, also zum Beispiel hier, wenn das jetzt wahr ist, dann wird es ausgeführt und alles, was unten drunter ist, wird übersprungen. Und wir gehen direkt ans Ende. Aber wenn alle falsch sind, dann gehen wir irgendwann ins else. Und wenn das else halt nicht gefunden wird, dann machen wir halt nichts. Das heißt, wir prüfen von oben nach unten durch, welches als erstes wahr ist. Und das führen wir dann eben aus. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, dann kriegen wir hier die Aussage, dem ist so. Und ja, das ist im Prinzip alles, was wir hier gemacht haben. Also wie gesagt, ihr könnt hier beliebig viele else-ifs reinpacken.
Und ihr könnt natürlich auch in eure jeweiligen Ifs nochmal ein If reinpacken und nochmal ein If und nochmal ein If und so weiter und so fort. Ist ziemlich kompliziert, was man damit alles machen kann. Ihr könnt aber auch einfach hier dann die Bedingungen verknüpfen, so nennt sich das, indem ihr hier mit uns arbeitet. Und oder, wobei das hier oben war ja permanent falsch, das ist blöd, sagen wir einfach mal, wir wollen jetzt ein oder hinten dran hängen. Dann haben wir, entweder muss diese Bedingung hier vorne erfüllt sein oder die Bedingung, die ich jetzt gleich hinschreibe. Dazu macht ihr zwei von diesen senkrechten Strichen und dann eine zweite Bedingung, die dann eventuell erfüllt ist, also sowas wie 42, ach keine Ahnung, schreiben wir einfach mal true hin. Wenn man oder true macht, ist es eh immer wahr. Das heißt, entweder muss das hier wahr sein oder das hier, damit das hier ausgeführt wird. Naja, oder true wird auf jeden Fall wahr. Das heißt, wir bekommen hier die Ausgabe juhu. Mache ich das mal wieder weg. Ihr könnt die hier auch übrigens mit Klammern und so weiter schachteln. Also wenn ihr hier ein oder habt, dann könnt ihr hier irgendwelche Bedingungen oder Bedingungen und eine andere Bedingung und so weiter und so fort. Also die kann man sehr, sehr komplex schachteln. Ich wollte euch jetzt allerdings noch das und zeigen. Ihr wisst, 42 Größe 1337 ist immer falsch. Das heißt, wir springen automatisch hier rein und hier machen wir jetzt noch eine zweite Bedingung. Wir wissen, 42 gleich 42 ist immer wahr. Jetzt sagen wir und, also zwei von diesen kaufmännischen und. Damit verknüpft man diese Bedingung logisch als, dass beide wahr sein müssen, damit es ausgeführt wird. Also zum Beispiel hier noch ein false rein, dann wird sie immer falsch automatisch. Kann natürlich hier auch so eine Bedingung sein wie 42 und gleich 42. Ist auch immer falsch. Also die erste Bedingung muss wahr sein. Und, das bedeutet diese beiden Unds hier, diese zweite Bedingung muss auch wahr sein, damit dieser Alert hier ausgeführt wird. Naja, 42 gleich 42 ist wahr. Das ist schon so. Aber 42 ungleich 42 wird leider nie wahr. Deswegen bekommen wir hier als Ausgabe, das wollte ich nicht, ein Oh No. So, das heißt, wir haben hier tatsächlich das hier auf falsch bekommen und ja, deswegen wird die letzte Ausgabe hier getriggert. Okay, so funktionieren If-Abfragen. Ich weiß, war jetzt viel Input, im Prinzip auch noch ein bisschen Bullshit. Falls ihr mehr zu diesen logischen Verknüpfungen haben wollt, dann schaut euch meine Logik-Serie an. Da wird dann wirklich alles dazu behandelt, was man sich so vorstellen kann. Also wirklich viel, viel über das, was ihr für JavaScript braucht, hinaus. Aber ich denke, so wird es erstmal reichen und damit könnt ihr wirklich sehr, sehr viel machen. Okay, ja, in dem Fall war es das für heute schon wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.